Unter Uldin sprechen römische Quellen bereits von einem hunnischen Reich. Uldin dürfte auch gar keinen Konflikt mit Rom gesucht haben. Die Hunnen kämpften auch für Rom gegen die Goten. 406 war Uldin daher auf dem Höhepunkt seiner Geltung für das römische Reich angekommen. Er hatte sich auch als ein verlässlicher Partner erwiesen. Danach änderte sich allerdings die Lage. 408 unternahm nämlich Uldin einen Beutezug ins Reich. Verhandlungen wurden aufgenommen, in denen Uldin die Römer überstrapazierte. Er lehnte Geldzahlungen ab und drohte mit einer neuerlichen Invasion. Allerdings gelang es den römischen Gesandten, Uldins Untergebene durch Geldgeschenke auf die römische Seite zu ziehen. Er konnte sich nur mit Mühe nördlich der Donau retten. Das Jahr 408 brachte also eine Schwächung der Position Uldins. Er verschwindet sogar aus der hunnischen Ereignisgeschichte. Nun stehen die Hunnen oftmals auf beiden Seiten. Uldins Macht müsste also zusammengebrochen sein. Es entscheiden einzelne Führer, wo sie kämpfen. Und damit erstarkt wiederum Rom und die römische Armee. Nach Uldin schweigen die Quellen wieder. Erst 422 ist mit Uga, dem Onkel Attilas, wieder ein Hunnenherrscher bekannt. Er agierte wiederum als Gegner und zugleich Partner der Römer. Nach Kriegszügen ins Reich sah sich der oströmische Kaiser Theodosius II. Veranlasst, jährlich Tribut an Uga zu zahlen. Damit konnte er seine Gefolgsleute stärker an sich binden, was wiederum die Macht vergrößerte. Insgesamt änderte sich nun die Politik gegenüber Rom. Auf vollkommene Konfrontation wurde verzichtet, man ging diplomatischer miteinander um, was sich auch in sehr persönlichen Beziehungen ausdrückte. Schon unter Uldin nämlich wurden von Rom Geiseln gestellt und zu den Hunnen geschickt. Diese Beziehungen kamen nun zum Tragen. Einer dieser Geiseln, die ganz normal am hunnischen Hof leben konnten, war Aetius. 425 organisierte er in einem römischen Machtkampf ein hunnisches Hilfsheer. Er traf allerdings zu spät am Schlachtplatz ein. Aetius wurde aufgrund seiner militärischen Macht vom Westkaiser Valentinian III. Aufgenommen. Einige Jahre später erfolgte sein Sturz als Heermeister und er floh 432 zu den Hunnen. Und danach kehrte er auch mit einem hunnischen Hilfsheer zurück und siegte. Bis zu seiner Ermordung im Jahr 454 war Aetius nun der eigentliche starke Mann in Ravenna. Immer wieder setzte er in diesen Jahren barbarische Hilfstruppen ein, die sich vor allem durch ihre Brutalität auszeichneten. Das wurde sogar zu einem Markenzeichen. Als 439 Aetius eine Niederlage erlitt, kam sogar Freude im römischen Reich auf. Trotzdem ist festzustellen, dass Aetius nur mehr Erfolge bei der Rekrutierung von Barbaren hatte als andere. Hunnenkönig Ruga bezeichnete die Beziehung zu Aetius als Freundschaft. Er war nicht immer erfolgreich in seiner Herrschaft. 427 heißt es in einer Notiz, dass Pannonien 50 Jahre von den Hunnen besetzt war, nun aber wieder römisch wurde. Um 430 verdichten sich die Hinweise, dass er auch gar nicht der einzige Hunnenführer war. Der Kirchenhistoriker Sokrates berichtet für diese Zeit, dass die Hunnen die Burgunder am Rhein bedrängten. Diese suchten dann Hilfe im Römischen Reich, allerdings nicht durch Umsiedlung. Sie haben sich taufen lassen und hätten mit Gottes Hilfe die Hunnen besiegt und vertrieben. Die Hunnen, so Sokrates, wären in der entscheidenden Schlacht geschwächt gewesen, denn am Vorabend sei ihr König Uptaros zerplatzt, weil er sich überfressen habe.
Bei Jordanes heißt dieser König Okta und ist der Bruder Rugas. 432/33 befand sich Ruga dann auf dem Höhepunkt seiner Macht, starb allerdings schon 434. In diesem Jahr hatte er schon Probleme, seine Krieger zusammenzuhalten. Immer mehr unkoordinierte Expeditionen ins Römische Reich fanden statt. Ihm folgten nun seine Neffen Bleda und Attila nach. Rugas Tod hat ein Vakuum hinterlassen. Nun dringen die Hunnen geradezu unkontrolliert vor. Viele wechselten in dieser Zeit auch zu Aetius.